So, wir haben das OEs erreicht. Was also nun? Hey, Rimbro. Alles okay? Wegen dieser ganzen Allianz mit Kanon-Sache. Oh, naja. Ich weiß, du bist der Meinung, ich hätte das nicht durchdacht, aber... Selbst wenn wir Kanon außen vor lassen, wäre es trotzdem das Beste, irgendwas zu unternehmen, oder? Fred, ich... Und ich weiß, dass wir diese Woche nicht oft deiner Meinung waren. Und... Mann, solche Gespräche sind echt nicht mein Ding. Am Anfang dachte ich, die Sache würde sich von ganz allein regeln. Und wir müssen nur mit dem Strom schwimmen. Aber Alter, ich will nicht ausgelöscht werden. Ich weiß, Fred, ich auch nicht. Also habe ich nachgedacht, wie du gesagt hast. Und ich meine, wir sollten uns mit Kanon zusammentun. Ja, du hast recht. Oh, ich habe auch nachgedacht. Ist unsere beste Option. War das wirklich deine Entscheidung? Ja, schon. Irgendwie. Zumindest habe ich entschieden, Swallows Rat zu folgen. Das ist doch super. Schon komisch, andauernd nölst du über alles Mögliche. Tue ich das? Aber wenn du eine Entscheidung treffen musst, bist du sprachlos. Du machst also Fortschritte. Sorry. Ich bin einfach nicht so kurz entschlossen wie du. Ich brauche mehr Zeit. Tut mir leid, dass ich mich nicht schneller entscheiden konnte. Vergiss es, Kumpel. Du bist nun mal, wie du bist. Und hey, immerhin war es die richtige Entscheidung. Schätze schon. Die scheinen sich endlich zu was durchgerungen zu haben. Geht das für dich klar, Nagi? Obwohl meine Bedenken nicht ganz gänzlich ausgeräumt sind, folge ich Lord Rindos Entschluss. Immerhin bin ich erleichtert, dass sich die Spannung gelöst haben. So sollte eine Truppe sein. Freundlich und friedfertig. Zumindest glaube ich das. Hi. Ich auch, hier. Schön, dass du meine Meinung teilst. Mann, das erinnert mich an die alten Zeiten. Wir sind zwar nicht mehr tot, aber vom Real Ground sind wir genauso abgeschnitten wie damals. Unser Dasein ist begrenzt. Wir sind wie Vögel in Käfigen, gefangen hinter Gittern, lückenlos überwacht. Immerhin müsst ihr diese Spielerpinsen nicht mit euch rumschleppen. Nach meinem Verständnis müssen wir das. Echt jetzt? Wieso habe ich keinen bekommen? Möglicherweise hast du das. Sie kursierten neulich im Real Ground. Oh, das Ding? Yo, so einen habe ich. Sekunde, yo. Ich habe meine Zeigs wieder bekommen. Nachdem mir mein Kumpel in der Schule diesen Pin geschenkt hat. Oh? Vielleicht ein Zeichen der Zuneigung? Wohl kaum, warum fragst du? Ich gab mich nur meiner Neugierde hin. Dennoch erinnert mich deine Erzählung an ein ähnliches Erlebnis. Ich war auf dem Weg, um eine Elestra-Veranstaltungsfläche frühzeitig zu inspizieren und geriet willkürlich in den Besitz dieses mysteriösen Pins. Erst nach dem Erhalt des Pins war ich plötzlich in der Lage, die Köpfe anderer Menschen zu betreten. Hey! Oh, worüber redet ihr? Unanständige Sachen? Die Pins, wisst ihr noch, seit wann ihr sie habt? Seit letzter Woche, oder? Ja, seit dem Tag, in das Spiel der Reaper losging. Dachte ich mir. Ich versteh's noch nicht, aber ich bin nah dran. Moment, verstehst du's oder nicht? Er will womöglich andeuten, dass wir uns im Underground befinden, weil wir im Real Ground diese Pins erhalten haben. Kubo hat erwähnt, dass ihnen das die Sache erleichtert. In diesem Fall dienen die Pins vielleicht weniger als Kennzeichen und eher als Einladung? Hat Minami nicht gesagt, dass du mit deinem Pin die Zeit zurückdrehen kannst? Hat er. Wenn unsere Sykes nur von den Pins kommen. Was passiert, wenn ich meinen kaputt haue? Wow, langsam, Cowboy. Glaub mir, das solltest du lieber nicht tun. Du könntest dich selbst auslöschen. Diese Annahme scheint besonders stichhaltig, wenn man zurück berücksichtigt, dass wir im Real Ground nicht mehr existieren. Kommt es mir nur so vor? Oder sieht meiner sogar noch anders aus als vorher? Oh ja, sein Pin hat sich irgendwie weiterentwickelt. Und das heißt ja nichts Gutes. Okay, wir haben es geschafft. Und jetzt? Yeah. Ich habe euch nicht so früh erwartet. Ich leihe mir euren Anführer aus, wenn es recht ist. Das bist du, Rinbro. Huh? Nur mich? Nur dich und niemand anders. Also, was soll ich machen? Einfach reingehen? Korrekt, du hältst so eine Mission, wenn du drin bist. Na los, das kriegst du doch hin. Seid wachsam, Lord Rindo. Na dann, ab dafür. Viel Glück. Ich habe dabei wirklich ein ungutes Gefühl. Es ist mir hier zu dunkel. Es ist stockdunkel. Hallo? Ich kann dir drin nichts erkennen.
Was soll ist da los? Miss abgeschlossen. Bin ich jetzt etwa hier drin gefangen? Uah. Das ist die Mission. Führe die Außenseiter zu den 4 kodierten Schlüsseln, um dich zu befreien. Außenseiter? Sind das Fred und die anderen? Scheiterst du, wird deine Gefangenschaft bis zum Ende des letzten Tages andauern. Boah, was sollen wir tun? Sind wir die Außenseiter? Ui, ich hatte gehofft, meine Vorahnung wäre wenig zutreffend. Wir müssen Rindo da rausholen. Ohne ihn schaffen wir den Rest der Woche nie. Ach, Mist, wo sind diese Schlüssel? Sie haben Post. Oh, das ist Rindo. Alles klar bei ihm? Wenn wir die zu führenden Außenseiter sind, muss Lord Rindo derjenige sein, der uns von innen führt. Mal sehen, was er sagt. Hab gerade die Mission bekommen. Glaube, die Hinweise gehen nur an mich. Moment. Tower Records, Shibuya-Kreuzung, Autobahnunterführung, Tipsy Toes Hall. Anscheinend sind da 4 Buchstaben versteckt. Mit denen muss ich so ein Rätsel lösen. Aber ihr müsst sie natürlich aufspüren. Mhm. Cool, jetzt wissen wir, wo wir hin müssen. Okay. In Ordnung, Leute, wohin zuerst? Tower Records steht oben auf der Liste. Ein Ziel ist so gut wie jedes andere. Dann nix wie los. Sieht so aus, als würden wir uns erstmal nicht mit Kanon zusammentun. Aber wo wir von Kanon sprechen? Hey, ist Kanon auch da drin? Nein, aber sie könnte woanders gefangen sein. Schätze, wir haben ähnliche Missionen. Vielleicht können wir uns gegebenenfalls helfen? Ich frag mal. Yeah, yeah, yeah. Tja, sieht jetzt sagt nicht danach aus, als würden wir irgendwelche Unterstützung kriegen. Jo, da ist Tower Records. Also, was machen wir jetzt? Hast du was von Rindo gehört? Sekunde, ich schau mal. Sind bei Tower Records. Der Schlüssel findet sich auf dem Rücken der der 10-ziffrigen? Was immer das ist. Die 10-ziffrige. Etwas mit 10 Ziffern. Grüße. Wow. Sekai? Wenn du nicht weiter bist, kann ich vielleicht helfen. Die heutigen Horoskope sind gratis. Doppelpunkt. Smiley. Wirklich, warum denn? Die heutige Mission birgt große Unsicherheit. Es ist mein Wunsch, euch zu beruhigen. Doppelpunkt D. Auch in der Abwesenheit eures Anführers zu leiten. Heute biete ich allen Spielern kostenlose Unterstützung. Und sollten sich meine Dienste als nützlich erweisen, dürft ihr sie später gerne zu den üblichen Konditionen in Anspruch nehmen. Zwinker. Eine überraschend gewöhnliche Verkaufsmasche. Meldet euch, wann immer nötig. Viel Glück. What? Für einen Reaper benimmt er sich komisch. Ja, das gilt für alle Reaper, wenn du mich fragst. Immerhin können wir uns an ihn wenden, wenn wir festhängen. Sollen wir dann mal? Wir halten nach 10 Ziffern Ausschau. Die müssen ja doch irgendwo sein. 10 Ziffern. Ist diese 10-ziffrige also, zehn Ziffern, ein X? Ist es das? Woher soll ich das wissen? Nun, sind irgendwo Ziffern zu sehen, eventuell 10 an der Zahl? Nö, reiß dich zusammen, Mann. Hey, das sagt der Richtige. Wo soll ich 10 Ziffern am selben Ort finden? Ja, 10 Ziffern zu finden ist nicht gerade einfach. Hm? 10 Ziffern, Telefonzelle? Mhm. Das muss sein. Eine Telefonzelle, das Tastenfeld hat 10 Ziffern. Und auf der Rückseite?
Hier ist was, schaut mal her. Ein A. Denke ich. Der Buchstabe A, das dürfte unser erster Schlüssel sein. Seltsam, es hat den Anschein, als wäre zuvor besser versteckt gewesen. Jemand hat ihn verdächtig auffällig gemacht. Wie liegen wir in der Zeit? Gut, aber wir sollten über die Hufe schwinden. Oh, es ist Rindo, vielleicht gibt's was Neues. Habt mit Kanon gesprochen, ihre Mission ist fast wie unsere. Dann können wir uns gegenseitig helfen. Aber mit anderen Hinweisen. Really? Ach, das macht Sinn. Wir machen jetzt erstmal unser eigenes Ding. Und wenn dann noch Zeit bleibt, unterstützen wir uns gegenseitig. Aha, klingt nach einem echt guten Plan. Wohin geht ihr als nächstes? Hey Team, wohin jetzt? Shibuya-Kreuzung? Okay. Keine Einwände. Shibuya-Kreuzung. Okay. Also dann, Leute, düsen wir los. Also irgendjemand unterstützt uns, wie es aussieht, wirklich in dieser Woche. Anders kann es jetzt nun wirklich nicht sein. Im letzten Part hatten wir auch schon ziemlich einfache Missionen gehabt. Jetzt kriegen wir auch schon ein bisschen Unterstützung bei der Suche nach den Buchstaben. Hört, wir haben die Shibuya-Kreuzung erreicht. Ich frag Rindo, was jetzt ansteht. Sind bei der Kreuzung. Der Schlüssel schimmert auf dem Rücken des Vorboten der Befreiung. Da ist auch ein Bild. Aha. Schätze, nach dem müsst ihr suchen. Oh, wie anstrengend. Also suchen wir nach diesem Mädel? Inmitten dieser Menschenmassen? Hört sich ganz so nah an. Halte die Augen offen, das wird nicht einfach. Okay, ich habe sie schon gefunden. Da ist sie, da drüben. Auf sie. Unglückliche Wortwahl, aber Rhetorik beiseite. Vorwärts! Ja, das ist sie. Das muss sie sein, oder? Ha. Ha. Oder nicht? Nee, das ist sie. Wette ich mein Bord drauf. Cool, also wo ist der Buchstabe? Er glänzt auf ihren Rücken, wenn du dich erinnerst. Ha? Wah! Dieser miese... Achtung, neues im Anmarsch. Ein Wolf. Ja, wie aus dem Nichts. Muss einer von diesen Reapern sein. Für was? Sie überlassen uns den Hinweis nicht so einfach diesmal. Machen wir sie alle. Tja, wenn es weiter nichts ist. Wir sind zwar ein bisschen in der Unterzahl, aber wir haben gute Pin-Kombis. Okay, jetzt haben wir hier. Okay, es fehlt jetzt auch nicht mehr zu viel, bis wir dann das nächste Level up haben. Das ist gut. Also der nächste Buchstabe, bitte. Geschafft, jetzt müssen wir nur noch... wo ist sie hin? Sie war genau hier. Da lang. Wo lang? Da haben wir sie. Richtung Hachiko. Lass sie nicht entkommen. Oh.
Okay, erstmal 500 Yen bekommen und dann bei der Hachiko-Statue. Wo zum Henker ist sie hin? Musste sie dringend zum Zug oder was? Cool, bleib mir und such einfach weiter. Eile ist geboten, die Zeit arbeitet gegen uns. Hab sie, das muss sie sein. Allerdings. Und es sind keine Neues in der Nähe. Schnell, das ist unsere Chance. Endlich, aber wo zur Hölle ist dieser Schlüssel? Er glänzt auf ihrem Rücken, wie man uns sagte. Vielleicht geht es um den Beutel, der ihren Schultern baumelt. An ihren Schultern baumelt. E. Jo, da ist ein E drauf. Und es glitzert, das reicht mir schon. Wohl wahr, ich kann nur hoffen, dass wir die übrigen Schlüssel zügiger aufspüren. Und jetzt weiß ich, sag auch das Lösungswort. Das Lösungswort lautet Dead. Also tot. Auf Englisch. Aber echt, in so einem Trubel nach einem einzelnen Mädchen zu suchen, ist einfach nur fies. Na gut, wohin jetzt? Da wir sowieso gerade in diese Richtung gehen? Zur Autobahnunterführung. Dann nichts wie los. Okay, nächste Halt, Autobahnunterführung. So, was erwartet uns denn jetzt hier? Da sind wir, und jetzt? Jetzt kontaktieren wir unseren unfehlbaren Anführer. Sind bei der Unterführung. Okay. Er kennt 5 Wahrheiten, wo das Bild Wirklichkeit wird. Gibt wieder ein Foto. Ja. Ich bin mal wieder ratlos. Pin Lady? Oh, sieh mich doch nicht so an. Diese Fotografie zeigt dieselbe Aussicht, die wir derzeit vor uns sehen. 5 Wahrheiten, wo das Bild Wirklichkeit wird. Möglicherweise... Jo. Möglicherweise was? Handelt es sich um ein simples Fehlersuchbild? Von wegen simpel. Ja, das ist nicht gerade meine Stärke. Ihr zwei streckt furchtbar schnell die Waffen. Gemeinsam kommen wir gewiss im Handumdrehen dahinter. Warte, eine Nachricht. Es ist dasselbe Bild, das sie von Lord Rindo bekommen haben. Außer, dass 5 Orte markiert sind. Könnte das ein Hinweis sein? Sieht für mich stark danach aus. Mann, was ist denn heute los? Greift uns da ein Reaper unter die Finger? Es hat durchaus den Anschein. Wäre es möglich, dass einer der anderen Spieler sie finanziell entschädigt? Wie auch immer es gibt, ist es. Wir sagen danke für diesen kleinen Spickzettel. Wow, warum guckst du auf die Antworten, yo? Dann wird es erledigt haben? Schummel ist doch schäbig, Alter. Das machen wir nur, wenn es sein muss. Ganz meine Meinung. Wohl an, nehmt die Suche auf. Stimmt, lass uns schnell die 5 Unterschiede finden. Das ist einfach hier. Sup. Jo, ich hab was, glaube ich. Was wurden? Check mal das Graffiti auf der Straße ab. Oh wow, das habe ich total übersehen. Gutes Auge, Alter. Kein Thema. Beat entgeht nix. Er sieht recht selbstzufrieden aus. Nun weiter im Text. Jo, die zweite Ampel ist hier fehlerhaft. Was haltet ihr davon? Was soll ich davon halten? Weiß ich nicht. Seht ihr nicht die Lampen? Da ist eine mehr, als eigentlich da sein sollte. Oh, jetzt wo du es sagst, es sieht schon irgendwie anders aus. Es sieht nicht anders aus, es ist anders. Hast du was gesagt? Keineswegs. Und weiter. So, 2 Hinweise haben wir schon. Hier die Fenster. Aha, hier ist etwas. Herr Bo, ich sehe nichts. Augen auf, ihr Kretter. Seht euch die Fenster an. Oh, du hast recht. Hat sie? Das versichere ich dir. So, das war Nummer 3. Jetzt Nummer 4. Schaut mal hier. Ach, das war nix. Aber da steht doch jemand auf der Brücke, der da nicht hin soll. Warte mal, hier drüben ist er, sagt ein Strich in Ordnung. Ah, da, ich hab eins. Wir sind über alle Maßen stolz auf dich. Wuhu! Letztendlich gibt es bei dir doch noch Licht im Oberstübchen.
Der Hammer, oder? Tu nicht so, als wärst du nicht beeindruckt. So beeindruckt man von einem Septogramm sein kann. Septo, was war das noch einmal? Nicht der Rede wert. Manche Dinge vergisst man besser. Weiter, wir sind noch nicht fertig. Ja, einen Hinweis brauchen wir noch. Irgendwas hier unten sicherlich. Ich glaube, die Schriftzeichen hier sind anders. Warte mal, willst du echt schummeln, Jo? Das ist so schwer. Wir haben bis jetzt, er sagt doch schon so vieles gefunden. Ich schau mir jetzt also hier hinten mal das Ganze mal an. Okay, ich bin ehrlich. Ich sehe jetzt, er sagt hier keinen fünften Fehler. Nein, das war jetzt auch keine fehlende Wolke. Also sehen wir mal. Jep, Schummel ist angesagt. Oder wir bitten Kai um Hilfe. Ist so, genug Zeit verschwendet. Ja, also was sind die Lösungen? Was ist da denn jetzt der Unterschied bei den Autos? Meiner Meinung nach scheinen sie zuzutreffen. Wow, die sind anders. Meiner nach scheinen sie zuzutreffen. Wie soll man die denn entdecken? Gut, dass wir die Lösung haben. Die wären mir nie aufgefallen. Okay, schreibt die Antworten schnell auf. Das Auto ist anders? Oh nein, nicht die Autos, sondern er sagt, die Fahrbahn ist anders. Mhm. Jetzt wissen wir, dass die Lösungen richtig sind. Cool, kann weitergehen. Das sind 5, also haben wir alle. Gut gemacht, Team. Und was ist jetzt der gesuchte Buchstabe? Ein D auf jeden Fall. Ein R? Die Post ist da. Die 5 Wahrheiten wurden enthüllt. Unser Buchstabe ist R. Wie wir diese Buchstaben anwenden sollen, ist immer noch unklar. Ja, yeah, und viel Zeit haben wir auch nicht, um drüber nachzudenken. Aber hey, es fehlt nur noch einer. Und ein Ort steht noch auf der Liste. Tipsy Toes Hall, wir sind unterwegs. Warte mal, das ist jetzt ein bisschen komisch. A, E und R. Ah, Reed. Nicht Dead, sondern Reed. Der letzte Buchstabe ist ein D und wir sollen dann irgendwas lesen. Da sind wir, die Tipsy Toes Hall. Und was sollen wir hier tun? Mal sehen. Sind bei Tipsy Toes. Okay. Alle 3? Logo. Von Ost nach West, von Südwest nach Nord, von Nordwest nach Südost. Sind 3 Linsen ausgerichtet, enthüllt eine euer Leuchtfeuer, findet das Leuchtfeuer und den Schlüssel. Was? Ich glaube, die Linsen sind Kameras. Ihr müsst also 3 verschiedene Orte durch eure Kameras anschauen oder so. Oh, deswegen wollt ihr wissen, ob wir alle hier sind. Also übernimmt jeder eine der erwähnten Richtungen. Osten, Südwesten und Nordwesten. Ja, mal sehen, was uns unsere Kameras zeigen. Aber wie wissen wir denn, was die Unterschiede sind? Ein exzellenter Einwand. Wenn es einen Weg gäbe, unsere Bildschirme miteinander zu teilen. Verzeihung. Erneut ein so plötzlicher Auftritt. Ich vergaß beinahe, euch die notwendigen Werkzeuge mitzugeben. Erlaubt mir, eure RNS-App zu aktualisieren. Es dauert nur einen Moment. Hey, ich habe ein Update bekommen. Ihr könnt euren Bildschirm mit euren Teamkollegen teilen, wenn ihr die Kamera benutzt. Nützlich im Hinblick auf diese Rätsel, nicht wahr? Und Obmann, danke.
Okay, ernsthaft, warum werden wir heute gebabysittet? Sagen wir einfach, eine gewisse Person ist an eurem Fortkommen interessiert. Und wer mag diese Person sein? Jemand, der mir am Herzen liegt. Genau wie mir. Viel Glück da draußen. Wir kriegen das hin, yo. Südwesten gehört mir. Sprach unterwegs gern Nordosten, nun denn, ich übernehme den Nordwesten. Okay, dann bleibt für mich der Osten. Und das ist diese Richtung? Na, jetzt bin ich mal gespannt. Was wird uns jetzt unsere Kameras zeigen? Mhm. Das sollte reichen. Alle in Position? Meine Vorbereitungen sind abgeschlossen. Jo, bin da. Kamera läuft. Es sind drei Linsen ausgerichtet und hüllt eine euer Leuchtfeuer. Wir müssen etwas finden, das nur auf einem Bildschirm erscheint. Mann, ich dachte, wir hätten diese ätzende Fehlersuche hinter uns. Hier ist Südwesten, siehst du was? Ne. Naja, vielleicht sagt hier die Lampe? Diese Person hier vielleicht? Die sieht mir doch recht nach einer Anomalie aus. Heiliges Kanonenrohr, das ist es, das ist unser Leuchtfeuer. Sollen wir jetzt auf Tufillum gehen oder was? Hey Leute, ich glaube, ich hab's. Okay, eine mysteriöse Dame. Hey, wo ist sie hin? Vielleicht gibt ein Blick durch die Kamera die Antworten. Was glaubt ihr, wie funktioniert das? Ist das wie erweiterte Realität? Bin interessiert, macht's einfach, yo. Okay, okay. Ich sehe immer noch nichts. Ist sicher, dass da jemand war? Die Ansicht von Osten könnte erleuchtend sein. Oh, genau, also ungefähr hier. Siehst du was? Aber hallo, macht mir Gänsehaut. Sieht aus wie ein Geist. Komm schon, Mann, ich krieg noch Bammel. Äußerst faszinierend. Unser schauerlicher Kumpel hat uns den Abschiedsbrief hinterlassen, wie nett. Es ist nur ein Buchstabe. P? E, E, A und R? Ein durchaus ansehnliches P. Wir sagen lieber Rindo Bescheid. Schon dabei. Wir sind alle hier, alle vier. Das sind alle vier, also zurück zum OIS? Das verstehe ich jetzt nicht. Diese Erscheinung hier zurückzulassen macht mich betroffen. Welch einsames Schicksal es sein muss, für immer an einem Ort zu wachen. Ja, und die Leute rennen vorbei und bemerken dich nicht mal. Wer immer sich dieses Rätsel ausgedacht hat, braucht dringend eine Therapie. Ich verstehe das jetzt nicht. Die Buchstaben ergeben für mich jetzt keinen Sinn. Free? Reap? Das sind alle Buchstaben. Hat lange genug gedauert. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Und wir müssen immer noch ein Rätsel lösen. Das sind 6 Lücken. Da kommen wohl die Buchstaben hin. Und der Hinweis lautet, schwimmt den Onden vom Shibuya hinauf. Und treibt dann Udagawa und den Shibuya hinunter. Flüsse? Was haben denn Flüsse mit all dem zu tun? Der Shibuya fließt unter dem Bahnhof von Shibuya. Was mit dem Onden? Der scheint unter Tower Records zu verlaufen. Und der Udagawa ist natürlich in Udagawa und fließt unter der Tipsy Toast Hall. Und dann mündet er wieder in den Shibuya. Wir haben das E von der Shibuya-Kreuzung und das R von der Autobahnunterführung. Das A von Tower Records und das P von der Tipsy Toast Hall. Es ergibt Reaper. Ich glaube, ich hab's. Man folgt den Flüssen und fügt an jedem Ort, den man passiert, den jeweiligen Buchstaben ein. Reaper! Ich hab was! Ja, das war richtig. Und jetzt müssen wir ein Ziel erledigen? Ich muss raus. Die Tür ist auf.
Yo, ich muss raus, die Tür ist auf. Yo, Rinbro! Ich freue mich, euch in Freiheit zu sehen. Und ich bin froh, draußen zu sein. Danke, Leute. Ist allerdings nicht allein unser Verdienst. Hat euch jemand geholfen? So scheint es, sogar die Reaper waren uns gewogen. Quatschen wir später, yo, es ist noch nicht vorbei. Nicht? Haben wir die Mission nicht gerade abgeschlossen? Noch nicht ganz, wir müssen jetzt zur Shibuya-Kreuzung. Da sollte es ein Ziel geben, wenn das erledigt ist, dann haben wir es geschafft. Der Sieg ist zum Greifen nahe. Wartet, was mit Kanon? Bin gerade rausgekommen, könnte also helfen. Sie hat es rausgeschafft. Gott sei Dank. Nein, danke, bin gerade erst raus. Schön zu hören, die Ruinbringers und Pure Hearts sind auch schon draußen. Nur das Ziel ist noch übrig, möge das beste Team gewinnen. Viel Glück uns beiden. Mhm. Alle bereit? Dann nichts wie los zur Shibuya-Kreuzung. Yay, Shibuya-Kreuzung.